Um es auf den Punkt zu bringen, hat die soziale Marktwirtschaft heute in Deutschland zwei zentrale Herausforderungen. Sie ist weder sozial, noch haben wir eine funktionierende Marktwirtschaft. Denn das, was wir in Deutschland heute sehen, ist, dass die Chancengleichheit der Menschen zu gering ist. Sie hat abgenommen. Das bedeutet, ein Mensch heute kann immer weniger die Möglichkeit haben, mit der eigenen Hände Arbeit für sich sorgen zu können. Aber auch angefangen schon im frühkindlichen Bereich, eine gute Bildung zu bekommen, eine gute Ausbildung, eine gute Qualifizierung zu bekommen. Also das Thema Eigenverantwortung heute existiert nicht mehr so, wie es noch vor 20, vor 30 Jahren der Fall war. Zweite Herausforderung ist, die Marktwirtschaft funktioniert nicht mehr so. Es gibt immer weniger wirklichen Wettbewerb, denn wenn immer mehr Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich einzubringen in die Gesellschaft, in die Wirtschaft durch die steigende Ungleichheit in Deutschland, dann kann auch eine Marktwirtschaft, ein Wettbewerb nicht funktionieren. Das Gleiche gilt auch für Unternehmen, in denen der Wettbewerb immer ungleicher wird, indem eine Unternehmen, die groß sind, die international diversifizieren können, Vorteile haben. Also Wettbewerb auch in der deutschen Marktwirtschaft, der deutschen sozialen Marktwirtschaft heute, ist geringer geworden. Wir brauchen Reformen in fünf zentralen Bereichen, um die soziale Marktwirtschaft wiederherzustellen, wieder zum Funktionieren zu bekommen und zukunftsfähig zu machen. Ersten beiden Bereiche ganz zentral Bildungs- und Familienpolitik. Wenn Deutschland nicht deutlich mehr in die frühkindliche Bildung investiert, wird es die Chancengleichheit nicht verbessern. Wir brauchen eine Familienpolitik, die gerade Familien stärkt, gerade auch Frauen stärkt, Mütter stärkt, in den Arbeitsmarkt kommen zu können, ihre Familie Vorsorge treiben zu können, für die Kinder, für die Familie fördern zu können. Dritter Bereich, Arbeitsmarktpolitik. Es gibt zu viele Hinterlassene oder Zurückgebliebene der Arbeitsmarktreform vor 10, 15 Jahren. Wir haben über 1 Million Arbeitslose, Langzeitarbeitslose heute in Deutschland. Der vierte Bereich hält mit Steuergerechtigkeit zusammen. Markt und Wettbewerb bedeuten, dass man hier Privilegien abschafft. Es kann nicht sein, dass jemand mit 10.000 Euro Erbe von der Tante mehr Erbschaftssteuern zahlt, als jemand, der 100.000 oder 100 Millionen von der Tante erbt in der Form eines Familienunternehmens. Wir sehen im Bereich Wettbewerb über Unternehmen zwischen großen und kleinen Unternehmen. Wir sehen es, dass Einkommen sehr viel stärker besteuert wird als Einkommen auf Kapital, auf Vermögen. Also Steuergerechtigkeit ist die vierte Priorität und die fünfte ist bessere Vorsorge. Wir haben zu viele Menschen in Deutschland, 40% der deutschen Menschen in Deutschland, die praktisch kein Vermögen haben, nichts Erspartes haben, worauf sie zurückgreifen können. Auch das stellt viele vor eine große Herausforderung und das sind die fünf großen Prioritäten. Wachstum ist kein Selbstzweck. Aufgabe des Staates und Aufgabe einer Gesellschaft ist es, Lebenszufriedenheit, Glück, Lebenserfüllung zu schaffen. Dazu gehört natürlich Arbeit, dass jemand sich in die Gesellschaft durch seine Arbeit einbringen kann, auch selbstbestimmt sein kann, Eigenverantwortung übernehmen kann. Wir wissen, dass gerade was die Lebenszufriedenheit der Menschen betrifft, dass natürlich durch ihre Rolle in der Gesellschaft bestimmt wird, ob sie arbeiten können, welche Arbeit sie ausfüllen können. Es geht um auch Sachen wie soziale Sicherheit, also ein sicheres Umfeld zu haben, sicher sein zu können, dass selbst wenn Sachen schiefgehen, man eine Rückfalloption hat. Es geht um Umwelt, es geht um Sicherheit, Abwesenheit von Kriminalität, es geht um Zukunftsmöglichkeiten, Zukunftssicherheit. All das gehört dazu und das muss nicht nur eine Gesellschaft, sondern das muss auch die Politik in den Entscheidungen berücksichtigen.